I got an apple, I got a pen. Apple pen. Hallöchen und willkommen hier auf meiner kleinen, ich nenne es mal Insel, hier in Minecraft 1.20. Und ja, wir starten einfach mal ganz üblich. Wollen uns ein bisschen Holz und klatschen mal schön gemütlich irgendwas vor uns hin. Vor allem am besten ausleuchten und sonstiges Zeug. Man kennt's. Ich dachte mir, wir gucken uns mal die 1.20 an und hey, warum alleine angucken? Na, wenn ich es euch ein bisschen zeigen kann, why not? Von daher würde ich sagen, genießen wir einfach die Zeit zusammen. Haben ein bisschen Spaß. Oh. Ja, gucken mal, was hier so ein bisschen passiert. Als erstes holen wir uns jetzt erstmal Bruchstein. Dann auch mal Fackeln. Versuchen die Insel ein bisschen auszuleuchten. Dass wir hier einfach unsere Ruhe haben. Und dann ist natürlich das nächste Eisen, 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 Eisen. Eisen ist erfahrungsgemäß auf Ebene 16 gut beheimatet. Und für Diamanten hat sich die Höhe minus 16 bei mir jetzt persönlich bewährt. Wir hätten jetzt natürlich auch das Glück haben können, dass wir jetzt ein bisschen Kohle finden. Da, wo wir jetzt reingegraben haben. Aber. Und wir haben ein paar Kürbisse vor Ort. Optimal. So. Können wir dann später um Seeds kümmern. Nebenbei können wir dann auch gleich ein bisschen Weizen ansetzen. Also haben wir auf jeden Fall erstmal das Grundlegendste da. Wir haben Essen, wir haben jeden Fall ein bisschen Baumaterial und im Notfall hier um uns rum, hey, da Fischis. Fischi, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, komm her. Besten mit der Axt. Was mit Ziege genau? Hat sich bis jetzt immer bewährt. Schwert ist zwar auch immer gut, aber das ist eher großflächig. Die Axt ist immer so ein Ziel. So, oh, da ist gleich das. Das müssen wir gleich mal umsetzen. Ja, zack. Zack, neu verteilen, damit es auch wachsen kann. Weil wir wollen ja auch irgendwann dann in Verzauberung gehen und dann brauchen wir Bücher und dafür brauchen wir unser Sugarcane. Wow, einsetzlich. Großzügig. Ach, zwei sogar. Wow. Okay, ich habe nichts gesagt. Fisch müsste durch sein, zumindest einer. Schon mal wichtig. So, dann hauen wir da mal schnell einen rein und da mal schnell einen rein. Dann kriegen wir schon mal eine Kohle und dann haben wir 8 Kohle und dann, yay, geht's auch. Also, ja, da ist der nicht großzügig. Ich bin zwar kein Fan von Eichenholz, aber Eichenholz hat den Vorteil. Erstens Äpfel und zweitens Äpfel. So, dann machen wir aber 8 Kohle. Können wir mal schnell einen Komposter, weil wir unter besonderen Bedingungen sind. Dann können wir uns nämlich hier draußen ein bisschen Seegraszeug holen. Schön einfach da drauf fahren und dann ist das Schöne, das kommt einfach direkt nach oben. Dauert ein bisschen Geduld haben. Je weiter unten du abschlägst, umso länger brauchst du nach oben. Weil es geht ja erst nach unten, dann nach oben. Der 6. Na, gucken wir, da haben wir schon gleich Besuch. Ja, bis du da bist, kann ich noch ein bisschen Knochenmehl machen. Alles für den Dünger. Ist der jetzt wirklich abgerauscht? Okay. Schauen wir mal, wohin ist. Oh, bis zum Wasser. Ne, du wirst kein Drowner. Das lasse ich nicht zu. Drowner sind nervig, vor allem wenn sie einen Dreizack haben. Okay. Dann machen wir uns mal schnell ein paar Fackeln. Einfach, dass wir die Ruhe auch hier genießen können, wenn wir schon so ein bisschen abseits sind. Und es ist vorteilhaft, wenn hier Licht ist, dann wachsen die Sachen auch nachts. Meine Insel. Keine Monster erlaubt. Setzen wir direkt ans Wasser, da haben wir unsere Ruhe. So. Und dann brauchen wir mal ein bisschen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Drone.
Bisschen Dünger. Naja, das sollte uns erstmal reichen als Dünger. Delfine. Nice. Machen wir mal schnell den Fisch durch. In der Zwischenzeit kann man noch mal einen Baum fällen. So viel Energie haben wir noch. Kommt fast vor wie ein Forest. Diese Schnappatmung immer, wenn die Kondition aus weg war. So, dann schauen wir mal, dass wir noch schnell was zu spachteln für unterwegs kriegen. Und dann gehen wir mal eins tiefer. Und Kohle! Und Wasser. Egal, wir nehmen die Kohle mit. Oh, guck mal, Glow. Okay. Und so schlimm ist die Höhle gar nicht, weil so wie es aussieht, kommen wir hier rum. Das heißt, wir hätten hier auf jeden Fall eine Wasserquelle. Hahaha. Haben wir ja ganz wenig. Ne? Das ist ganz praktisch und können wir uns mal schnell hier rumtreiben lassen. So, dann machen wir das mal dicht hier. Welche Höhe sind wir eigentlich? 28. Perfekt. Oh. Nice. Reihe. Viere. Vier Eisen. Nice. Und weiter. Besten wäre es, wenn wir noch irgendwo gleich eine Lavaquelle finden. Und Dripstone wäre natürlich super geil, wenn wir da irgendwo eine Höhle dann finden. Da habe ich was hier sehen. Hello, my little iron friend. Ihre 20. Ist doch schon mal eine gute Ausbeute. Das mache ich gern wegen der... Wegen der Ding, genau. Wegen der Ding. Das ist eine gute Begründung. Nein, wegen der Sichtbarkeit. Wenn da nämlich der erste obere Block weg ist, dann sehe ich viel besser, wo bin ich jetzt. Ist das eine Abzweigung? Ist das ein Hauptgang? So. Wenn dann nämlich ein paar mehr Schächte sind, dann ist das manchmal ein bisschen wirr. So. Bauen wir nochmal das durch. Müsste eine Kohle übrig bleiben, weil eine Kohle ist ja für 8 Einheiten. Also 8 Items. Und vorher machen wir hier noch das Inventar ein bisschen leer, weil ich bin ja steinreich. Okay, der war schlecht. Aber weißt du, was nicht schlecht ist? Wenn dir das hier irgendwie gefällt oder du es irgendwie unterhaltsam findest, gerne einen Kommentar da lassen, gerne ein Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren für weitere Videos. Ja, dann machen wir das hier gleich mal ein bisschen maximieren. Sehr schön. Ups, da regnet Seeds und da ist ein Apple. I got an Apple, I got a pen. Apple Pen. Sehr schön. Metallurgie. Oh, das da rein, das da rein, das da rein. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Matz. Dann machen wir uns gleich mal eine Pickaxe. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Eimer. Eine Schere. So. Zweiter Eimer ist nicht verkehrt. So, und dann gönnen wir uns als allererstes Chestplate. So. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen geschützter. So. Ich mache jetzt noch ein bisschen hübsch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, gerne kommentieren, gerne ein Abo da lassen, gerne die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.